Hallo, mein Name ist Luca. Meine lieben Freunde, das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Deswegen habe ich mir gedacht, da ja das neue Jahr 2022 direkt vor der Tür steht, schauen wir uns heute gemeinsam das Video 8 Dinge, die sich 2022 ändern werden, an. Die Scheiße ist, dass Mirko die ganze Zeit da bei meiner Facecam ist. Der muss eigentlich mal nach rechts rutschen ein bisschen. Ein paar Sekunden später. Die für viele Menschen wichtigste Änderung zuerst. WhatsApp wird 2022 werbefrei bleiben. Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer legen können, dass er sagt, es wird was kosten. Bei Real Talk WhatsApp ist zwar dumm, das als Konsument zu sagen, aber ich würde auch 100 Euro im Jahr zahlen. Oder? Du zahlst mittlerweile für alles, was du nutzt. Starten wir dieses Video mal mit schlechten Nachrichten, aber keine Angst, es wird gleich besser. Aber erst recht. Punkt Nummer 1 ist, einiges wird teurer. Aha. Zum Beispiel Briefmarken. Ach, perfekt, Digga, die kaufe ich ja jeden Tag. Kein Mensch interessiert sich für Briefmarken. Wenn ihr Briefe an Ämter oder Behörden schickt, ansonsten verschickt man ja kaum noch Briefe. 2012 lag das Portokosten. Ich hätte euch nicht sagen können, wie teuer so ein Standardbrief ist, ne? Auch immer, wenn ich mal einen Brief schicken musste, keine Ahnung, zuletzt vor gefühlt wirklich 2 Jahren oder so, ich gehe einfach immer an Post und sage, das Ding muss dahin, kleb alles drauf, was geht. Kein Plan, Alter. Auch die Postkarte wird teurer, der Preis geht rauf von 70 auf 80 Cent. Okay. Aber eigentlich romantisch. So Postkarten aus dem Urlaub schreiben. Teurer wird es auch an der Tankstelle und das hängt mit dem sogenannten CO2-Preis zusammen. Hintergrund ist, besonders energieintensive Unternehmen, zum Beispiel Mineralölkonzerne, müssen für CO2-Ausstoß Geld bezahlen. Und dieses Geld wird mehr. 30 Euro pro Tonne CO2 werden fällig. Und das legen wiederum die Konzerne auch um auf die Verbraucherpreise. Der ADAC hat ausgerechnet, Benzin und Diesel werden wohl um 1,5 Cent im Schnitt teurer pro Liter. Das hört sich nicht viel an, ne? Chillig, dass ich keine Viren hier drauf habe. Wenn man denkt, 1,5 Cent wird teurer. Ja, okay, hört sich wirklich nicht viel an. Aber bis meine Karre voll ist, es sind 70 Liter. Das sind halt dann locker mal 1 Euro. Und es gibt Leute, die sind halt den ganzen Tag immer unterwegs. Die tanken locker einmal täglich. Ja, wohl. 1 Euro mehr pro Tag. So viel ist das jetzt auch nicht, ne? Könnte aber noch mehr werden, je nachdem, wie sich der Ölpreis entwickelt. Denn der ist ja auch entscheidend dafür, was Benzin und Diesel letztendlich kosten. Und teurer wird es auch, wenn ihr raucht, denn die Tabaksteuer wird angepasst. Ich rauche nicht, können wir direkt überspringen. Und auch trinken wird teurer, aber nicht unbedingt nur Alkohol, sondern vor allen Dingen nicht alkoholische Getränke. Okay. Das hängt mit dem Pfand zusammen. Bisher ist es so geregelt, je nachdem, was in einer Flasche drin ist, muss Pfand gezahlt werden oder nicht. Künftig geht es darum, was außenrum ist, also wie die Flasche aufgebaut ist, welcher Stoff diese Flasche umgibt. Ach so, das ist aber richtig. Wahrscheinlich zahlst du dann für Plastikflaschen mehr als für Glasflaschen. Und genau das ist das Zentrale, denn künftig muss man zum Beispiel bei Fruchtsäften, bei Smoothies und auch bei alkoholischen Mixgetränken Pfand zahlen. Bisher ist das nicht der Fall. Ach, dann geht es doch nicht um Plastik oder Pappe oder Glas, sondern es geht um bestimmte Sachen, auf die man bisher keinen Pfand drauf hatte. Das habe ich letztens auch gesehen bei Smoothies. Da stand jetzt drauf, wir haben jetzt auch Pfand oder irgendwie so. Hey, keine Ahnung, Innocent oder True Fruits oder so war das. Und damit sind wir bei Punkt 2 und besseren Nachrichten. Es gibt mehr Geld. Okay. Nämlich dann, wenn ihr aktuell Mindestlohn bekommt. Der Mindestlohn wird jedes Jahr angehoben, das ist erstmal nichts Besonderes, aber 2022 wird es eine große Besonderheit geben. Ja, der wird nämlich... Boah, das habe ich mit Sandra sogar noch im Podcast erzählt, ne? Neue Folge, online. Dick und doof auf Spotify einfach eingehen. Wir sind einfach Platz 1 in den Spotify-Charts. Spotify.com/dick und doof. Zunächst mal gibt es ab Januar mehr Mindestlohn, nämlich 9,82 Euro. Und der geht nochmal höher. Ab Juli 10,45 Euro. Aha. Und dann, vielleicht auch schon ab Juli, vielleicht kommen diese 10,45 Euro gar nicht, 12 Euro. So, so hat es die Ampelkoalition festgelegt im Koalitionsvertrag. So hatte es Olaf Scholz, der Bundeskanzler, auch schon vorab versprochen. Und was auch ansteigt, ist die Grenze beim Minijob. Aktuell 450 Euro. Neu 520 Euro. Und damit zu Punkt Nummer 3 und strengeren Regeln. Da gibt es vor allem 2 Dinge, die zu nennen wären. Das erste ist ähnlich wie beim Pfand und hat mit der Umwelt zu tun, betrifft in diesem Fall aber die Plastiktüten. Ab Januar 2022. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, so dumm das klingt, Plastiktüten halten irgendwie mehr. Aber wenn man Papptüten einfach mal ein bisschen überdenken würde und vielleicht dann 2 Papptüten nimmt, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie Sinn ergibt oder so, aber ich überlege gerade nur laut, dann macht es halt wiederum auch Sinn. Aber man greift trotzdem immer, wenn man mehr Sachen hatte, eher zu einer Plastiktüte, weil diese Papptüten, Alter, die können so schnell reißen. Da muss man sich halt was überlegen, aber ich finde es richtig. Wird es im Supermarkt keine Plastiktüten mehr geben? Wobei, stimmt nicht so ganz. Es wird an der Kasse keine Plastiktüten mehr geben, die eine bestimmte Dicke haben. Das ist genau definiert. Ganz dünne Tüten wird es weiterhin geben. Zum Beispiel, wenn man sich Fleisch beim Metzger im Supermarkt holt oder
An der Obst- oder Gemüsetheke gibt es auch immer diese kleinen, dünnen Tüten. Auch die werden weiterhin vorhanden sein. Also ganz abgeschafft werden Plastiktüten im Supermarkt dann doch nicht. Und was auch nicht mehr möglich sein wird, ist im Zug, im ICE oder in sonstigen Fernzügen ein Ticket beim Schaffner oder der Schaffnerin zu kaufen. Ui, das fand ich aber eh mal ein bisschen suspekt, ne? Du konntest theoretisch einfach in den Zug einsteigen oder so gucken, oh, kommt da ein Schaffner? Oh, da hinten ist einer. Ich kauf mal schnell eins. Oder keine Ahnung, ich kauf mal beim Schaffner eins oder was weiß ich was. Das fand ich eh schon mal ein bisschen komisch. Und ihr wisst ja, ich bin viel unterwegs in der Bahn, ne? Ich liebe Bahnfahren. Auch mit Verspätung. Ich finde das nicht schlimm. Also nicht, dass jetzt irgendwie schlechtes Karma kommt und dann habe ich das ab jetzt nochmal Verspätung. Aber ich finde das so nice, Bahnfahren. Das ging bisher immer und das haben manche vielleicht auch genutzt, um erstmal kein Ticket zu kaufen und zu warten, werde ich kontrolliert oder nicht. Künftig soll das nicht mehr möglich sein, denn die Papiertickets im Zug werden abgeschafft. Man braucht dann zum Fahrtantritt ein Ticket oder aber man kauft dieses Ticket innerhalb der ersten 10 Minuten digital. Ab dann gilt es als Schwarzfahren und dann hat man überhaupt keine Chance mehr, an ein Ticket zu kommen. Und damit zu einer für viele von euch wahrscheinlich sehr wichtigen Info, Punkt Nummer 4. Cannabis wird 2022 legal. Die Sache ist, wann? Weil da muss es ja erstmal noch ein Gesetz geben und da gibt es so viele Dinge zu beachten, wie die das machen, wo die das verkaufen, wie man es erwerben darf, wie teuer, was sind die Preise, bla bla bla. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Jahr 2022 bereits was wird, aber da habe ich ja schon mit Sandra auch im Podcast drüber geredet. Klammer dahinter, vielleicht, denn so ganz sicher. Okay, ja, er sagt auch gerade vielleicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in dem nächsten Jahr jetzt schon was wird. Also ich bin zum Beispiel richtig gespannt, wie das sein wird. Ob das richtig gut laufen wird oder richtig schlecht oder ob... Ich kann mir halt vorstellen, Köln wird so eine richtige Cannabis-Stadt. Also ist es eh schon, aber halt illegal. Aber in Köln an jeder Ecke wird so ein Laden aufspießen. Da werden die Leute chillen, gut sich verstehen und so weiter und so fort. Aber ich bin, also, ich bin excited irgendwie. Ich bin gespannt, das zu beobachten. Punkt Nummer 5. Künftig wird es Recycling im Supermarkt geben, und zwar für Elektroprodukte. Okay. Wenn ihr ein altes Handy habt, einen alten Rasierer, einen alten Föhn, dann müsst ihr damit nicht mehr zum Wertstoffhof fahren oder das irgendwie in den Restmüll buxieren, sondern ihr könnt damit in den Supermarkt gehen und das einfach abgeben. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, das ist geil, das wusste ich gar nicht. Nächster Punkt, die Zettelwirtschaft beim Arzt wird abgeschafft, zumindest so. Ein Stück weit. Endlich. Wer gesetzlich versichert ist, der hat ja bisher jede Menge Zettel bekommen, wenn er oder sie sich hat krank schreiben lassen oder wenn es ein Rezept gab. Das wird es künftig in dieser Form nicht mehr geben. Ist auch so überfällig, Alter. Allein, dass du da immer alles auf dem Papier bekommst und dann ja auch mit Rechnungen, die du dann teilweise nach Hause kriegst und so einfach aufs Handy. Du hast es immer mit dabei und mein Arzt ist auch so jemand, hast du deine Blutergebnisse noch von vor einem halben Jahr? Ich so, ja, hier auf dem Handy alles. Also, nee, ich will das auf dem Zettel sehen, druck das ausbringen für mein nächstes Mal. Und ich so, was? Es steht hier alles drauf. Das heißt, der Arzt übermittelt das direkt an die Krankenkasse und wenn man ein Medikament verschrieben bekommt, dann bekommt man auch keinen Zettel mehr, sondern einen QR-Code. Den kann man mit seinem Handy fotografieren oder einscannen und dann bei der Apotheke vorzeigen. Klingt, finde ich, erstmal ganz gut. Allerdings heißt es direkt, das wird erstmal nur in Arztpraxen so umgesetzt, bei denen das technisch möglich ist. Der nächste Punkt ist eine gute Nachricht für alle, die Verträge abschließen. Also so ziemlich alle von uns. Das meine ich jetzt gar nicht unbedingt Arbeitsverträge, sondern vor allen Dingen Handyvertrag oder Vertrag fürs Fitnessstudio. Denn bisher ist es oft so, dass man einen Vertrag 3 Monate vorher kündigen muss und wenn man das nicht macht, dann verlängert er sich automatisch. Mhm. Das ändert sich und zwar mit allen Verträgen, die ab dem 1. März 2022 geschlossen werden. Verbraucherschutz. Verbraucherschutz ist auch so ein richtig, 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 richtig wichtiges Thema. Ich habe mir früher mal gedacht, Verbraucherschutz, was ist das, was für Verbraucher? Das ist wirklich wichtig, weil diese ganzen dummen Sachen von wegen, ja, du musst 3 Monate vorher kündigen, sonst verlängert es sich um 14 Jahre. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Das ist richtig, dass der Staat uns ein bisschen schützt. Ab dann soll man erst 1 Monat vorher spätestens kündigen müssen. Und dann ist es sogar so, dass dieser Vertrag, wenn er dann sich erneuert, dazu übergeht, dass man ihn monatlich kündigen kann. Das ist so wichtig. Das ist so unfassbar wichtig. Das Real Talk, das checkt ihr vielleicht nicht, wenn ihr euer Handyvertrag über eure Eltern läuft oder keine Ahnung was. Aber das ist wirklich wichtig, weil ich, Dudi, vergesse sowas immer. Und damit zum nächsten Punkt und zu einem Abschied. 2022 werden die letzten 3 Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Nämlich Neckar-Westheim 2, Isar 2 und Emsland.
So hat es die damalige Bundesregierung vor einiger Zeit beschlossen. So wird es kommen. Das heißt, nach dem Jahr 2022 gibt es keine aktiven Atomkraftwerke in Deutschland mehr. Die Sache ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da absolut keine Ahnung von, aber sind die erneuerbaren Energien bei uns in Deutschland mittlerweile so weit, dass sie das alles stemmen können? Es wird ja nicht weniger mit dem Verbrauch. Ich bin auch komplett gegen Atomkraftwerke und Atomenergie, bla bla bla. Aber könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich nicht im Bilde. Aber wenn die das entschieden haben, dann wird es ja wohl machbar sein. Also die werden das jetzt nicht abschalten und dann haben wir halt keinen Strom mehr. Andere Länder bauen teilweise gerade neue AKW. In Deutschland wird es aber keine mehr geben. Das hat verschiedene Gründe. Mehr dazu erfahrt ihr unten in der Infobox. Dazu habe ich euch noch was verlinkt. Danke, Mirko. Ey, Mirko, einfach echt ein Ehrenmann, ne? Nur, du könntest die ganze Zeit recht sein, Mirko. Weil dann wäre meine Facecam hier ein bisschen. Mirko ist auch so ein lustiger Name. Mirko. Kannst richtig gut rufen irgendwie. Luca kann man... Luca, doch, geht auch gut, ne? Mirko, Luca. Robert! Ja, und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt und bei einer Sache, die eigentlich 2021 schon stattfinden sollte, dann aber pandemiebedingt verschoben werden musste, nämlich der Zensus. Was ist das? Zensus bedeutet so viel wie Volkszählung, bedeutet aber nicht, dass da jemand rumläuft und Menschen zählt, sondern, ja, ganz klar, das ist eine Erhebung, da wird geguckt, wie viele Menschen wohnen denn wo, wo arbeiten sie, wie arbeiten sie, wie viele Wohnungen gibt es in Deutschland? Wie viele Häuser gibt es in Deutschland? Und so weiter und so fort. Sau interessant. Ich merke richtig, wie ich älter werde, ne? Ich finde sowas richtig, richtig krass. Dann zu sehen, okay, so viele Leute gibt es in Deutschland. So viele Leute machen dies, haben das, verhalten sich so, machen das. Keine Ahnung, das ist wie früher in Nazareth, wo die Volkszählung war. Nur ein bisschen moderner. Also nicht wie der Impfstoff, aber voll... Boah, der Joke ist so schlecht, den kann man echt gar nicht drin lassen, ne? Das ist wichtig für die Politik, das ist wichtig für Behörden und auch für andere Stellen. Und deshalb gibt es diesen Zensus in regelmäßigen Abständen immer wieder. 2021 hat es nicht geklappt, 2022 klappt es dann. Mal gucken, ob ja oder nein. Es hängt natürlich alles mit der Pandemie zusammen. Und Pandemie, das ist ein Wort, das ich 2022 weder oft in den Mund nehmen noch oft hören möchte. Denn ich würde mir einfach wünschen, dass wir 2022 Corona endlich besiegen. Ich weiß, habe ich vor einem Jahr schon mal gesagt, da hat es nicht geklappt, aber hoffentlich klappt es dieses Mal. Denn es gibt so viele andere Dinge, die brennen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Demnächst wird es hier auf dem Kanal zum Beispiel ein Video geben zu der Frage, was passiert denn, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen? Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch dafür, dass ihr solche Themen vorschlagt. Ja, deswegen geht mal alle auf den Kanal von Mirko, Mr. Wissen2Go. Ich glaube, jeder sollte ihn kennen, falls ihr nicht abonniert habt. Macht mal schnell mit einer der wichtigsten YouTuber. Das ist ein schöner Blick, Mirko. Hm? Mirko! Nee, Link ist unten in der Videobeschreibung, meine lieben Freunde. Klickt da gerne mal drauf, da könnt ihr euch nochmal die ganzen anderen Punkte angucken. Hier ist es ja nur ein bisschen runtergecuttet. Mirko hat generell gute Videos auf seinem Kanal, deswegen schaut da gerne mal vorbei. Was ändert sich bei euch im Jahr 2022? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Fangt ihr an zu studieren? Werdet ihr auf eine weiterführende Schule versetzt? Keine Ahnung was. Ich interessiere mich auf jeden Fall dafür. Und wenn ihr euch für weitere Videos auf diesem Kanal hier interessiert, dann abonniert ihn doch gerne, denn ich bin hier jetzt wieder aktiv, auch im neuen Jahr. Und da sehen wir uns dann auch bald wieder. Ne? Guten Rutsch. Tschüssi.